Hey Leute und herzlich willkommen zum nächsten Video der Sixpack Fastline Reihe. Ja, heute ist Sonntag und ich war zwar schon im Gym trainieren, aber für alle, die nicht ins Gym gehen, gibt es jetzt ein Home Workout, was ihr einfach überall machen könnt, von zu Hause aus. Viel Spaß dabei. Ja, super, super wichtig ist natürlich irgendeine kleine Unterlage, nicht nur weil es weicher ist, sondern weil ihr auch einfach wahrscheinlich ein bisschen schwitzen werdet und dann ist der Boden einfach nicht so versifft. Also, wenn ihr habt, besorgt euch eine kleine Unterlage und dann legen wir auch direkt los. Wichtig ist dazu zu sagen, ich gebe euch jetzt nur einfach die Übungen. Ich weiß ja nicht, wie euer Trainingslevel zu Hause ist, aber ich gebe euch einfach die Übungen, dass ihr die nachmachen könnt zu Hause und wir machen einmal schräge Bauchmuskulatur, obere Bauchmuskulatur gerade und untere Bauchmuskulatur gerade. Und dann könnt ihr einfach frei selbst wählen, wie oft ihr das Ganze macht und in welcher Intensität ihr das Ganze macht. Viel Spaß! Okay, und wir legen auch direkt los mit der ersten Übung. Wir starten mit der oberen geraden Bauchmuskulatur. Und zwar machen wir normale Crunches. Nehmt die Beine in 90 Grad nach oben. Könnt sie wahlweise auch abstellen, aber hier ist einfach eure Lendenwirbelsäule richtig safe. Mehrere Varianten, entweder ihr macht sie hier, stellt euch vor, ihr schiebt auf Schienen etwas nach vorne weg, lasst immer so eine Faustbreit Platz zwischen Kinn und Brustbein, Blick geht geradeaus nach oben. Wenn ihr es ein bisschen schwerer haben möchtet, nehmt ihr die Arme nach hier oben, habt ihr einen schweren Hebel, ganz schwer. Wäre die Arme über Kopf, dann habt ihr einen richtig langen Hebel und es wird richtig anstrengend. So viel zur geraden oberen Bauchmuskulatur. Untere gerade Bauchmuskulatur starten wir von hier. Könnt die Arme hinten aufstützen, nehmt die Füße hoch und kickt vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück. Wenn das ein bisschen zu schwer für euch ist, könnt ihr auch jedes Bein einzeln nehmen. Es ist ein bisschen einfacher, ist nicht direkt ganz so hart. Und jetzt kommen wir zur schrägen Bauchmuskulatur. Und dazu nehmen wir einmal, bei mir ist jetzt das linke Bein nach oben aufs Knie. Der linke Arm stützt den Kopf, achtet wieder drauf, Kinn und Brustbein Platz lassen. Und ihr geht diagonal zur Seite rüber. Nicht mit Schwung, schön aus dem Bauch heraus. Dann natürlich die Seite wechseln und genau das gleiche zur anderen Seite. Ja, ich wünschte, ich wäre schon ein bisschen weiter in der Diät. Dann könntet ihr ein bisschen besser die Bauchmuskulatur arbeiten sehen. Ja, das waren meine drei Übungen für euch. Ihr könnt natürlich frei variieren, wie oft ihr das Ganze jetzt macht. Ich mache gerne ein kurzes, knackiges Bauchworkout, vielleicht so 15 Minuten, aber dafür mache ich keine Pausen. Das heißt, ich wiederhole diese Übungen die ganze Zeit immer wieder, bis ich richtig platt bin und richtig am Arsch. Und dann, ja, dann bin ich auch fertig, ne? Ja, würde mich sehr freuen, wenn ihr ein Abo dalasst und kommentiert, vielleicht habt ihr Fragen noch zu anderen Muskelgruppen, für zu Hause auch, außerhalb jetzt von dieser Sixpack Daily Vlog Challenge Reihe. Ja, würde mich sehr, sehr freuen. Wir sehen uns im nächsten Video und bis dahin, ciao.